Sie eben den Wahlkampf angeführt und Sie haben sich als der politisch und in einer bestimmten Richtung politisch engagierte Schriftsteller bekannt, der Sie sind. Das hat nun natürlich auch dazu geführt, dass Sie angegriffen werden und dass Sie angegriffen worden sind, etwa von Seiten der CSU im Zusammenhang mit dem Prozess, den Sie gegen Kurt Siesel geführt haben und der damit geendet hat, dass Sie nun ja nach einem Gerichtsbeschluss als pornografischer Schriftsteller gelten können. Ist dieses Urteil... Ich muss Sie verbessern. Ja. Also es ist bezeichnet werden können im Zusammenhang mit literarischen Kritiken. Ja. Wir haben von unserer Seite her von vornherein bestritten, dass es sich bei Herrn Siesel oder bei der Kategorie Siesel, der Siesel arbeitet nicht alleine, hat viele Leute der CSU hinter sich, eine Reihe von Bundestagsabgeordneten, dass es sich in erster Linie hier um einen politischen Prozess handelt. Hier wird von vornherein und auch von Gerichtsseite werden alle literarischen Kategorien ignoriert. Ich weiß nicht, ob es bewusst geschieht, auf jeden Fall werden sie ignoriert. Es liegen eine Menge Gutachten vor, die genau anzeigen, was Pornografie ist und was Literatur ist. Ich könnte diese Dinge hier also rasch wiederholen. Die Pornografie hat doch vor, Anreiz zu sein. Ja. Sie arbeitet ohne Distanz, ohne Ironie und glaubt durch das platte Abschildern von sexuellen Vorgängen und Varianten dieser Vorgänge animieren zu können. Man beruft sich doch zum Beispiel Herr Siesel auf eine Passage in Katz und Maus. Dort onanieren Schüler auf einem abgesunkenen Minensuchboot. Und wenn wir jetzt diese Stelle isoliert betrachten, selbst dann ließe sich das nicht beweisen, obgleich diese Methode allein schon isolierte Textstellen herauszuwählen fragwürdig ist. An sich und er arbeitet nur mit diesen Methoden, denn gerade diese Stelle macht deutlich, und das ist auch in vielen Gutachten gezeigt worden, dass der Autor vorhat, ironische Distanz zu diesem ja verfemten und immer bis jetzt verschämt verschwiegenen Vorgang, den alle Welt kennt, in alle Welt, eine Periode, die alle Welt durchgemacht hat, zumindest männlichen Geschlechtes. Und mir kam es darauf an, diesem gemeinsamen Onanieren den Geruch des Geheimnisvollen, des Verschmokten zu nehmen. Das passiert eigentlich ganz lustig. Ich zeige gleichzeitige Vorgänge, auch im Erzählvorgang, Einlaufen von Schiffen in die Hafenmündung hinein. Es wird an sportlichen Wettkampf erinnert. In der Tat wird das Ganze wie ein sportlicher Wettkampf geschildert. Ja, Sie sagen ja den Ausdruck Olympiade ausdrücklich dann. Natürlich, nicht? Und diese Dinge sind so weit weg von Pornografie, das ist auch oft genug gesagt worden, dass das Gericht hätte davon Kenntnis nehmen müssen. Ich hätte über den ganzen Fall kein Wort verloren, wenn nicht von vornherein sich bewiesen hätte, dass Herr Siesel vorhat, eine Art politische Attacke zu reiten. Sie also sehen diese Attacke also vornehmlich politisch? Ja, Sie sehen ja auch, die erste Reaktion nach dem Urteilsspruch ist die, dass ein CSU-Abgeordneter im Bundestag eine Anfrage macht und sagt, ob ich aufgrund dieses Gerichtsurteils noch im Olympiakomitee zu ertragen sei. Das zeigt deutlich an, in welche Richtung dieses Urteil interpretiert werden. Ja, Herr Grass, nachdem wir jetzt hier so gemütlich beieinander sitzen, möchte ich mal ganz direkt fragen, warum schreiben Sie eigentlich so grässliche Bücher, die also alle braven Bürger beunruhigen, von den Kultursenaten ganz zu schweigen? Ja, das liegt wahrscheinlich doch an den Bürgern. Ich habe die Bücher immer als sehr sanft empfunden, beim Schreiben und auch beim Lesen hinterher. Und das muss ein Missverständnis sein, ne? Vielleicht haben es die Bürger nur so aufgefasst. Und ich, Sie würden sagen... Das Missverständnis auf beiden Seiten, ne? Also ich habe meine Bücher zu sanft aufgefasst und die Bürger sie zu grässlich, wie Sie sagten. Und Sie würden ernsthaft meinen, also Sie, oder sagen wir mal umgekehrt, in der Rilke-Nachfolge würden Sie sich aber nicht direkt sehen. Nein. Das habe ich auch nicht damit gemeint. Nur hat man immer aus den Büchern Stellen zitiert und einzelne Seiten oder halbe Seiten für das ganze Buch sprechen lassen. Ja. Das die Blechtrommel hat ja über 700 Seiten. Eben. Das ist ja also ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Dass Sie also da mit dem Bürger. Vielleicht. Mit dem Bürger betreiben. Ja, nicht? Ja. Eine gewisse Verschlagenheit spielt schon mit. Nicht? Wie nennt man das hier? Hinterforzigkeit. Ja, Hinterforzigkeit. Eine gewisse Hinterforzigkeit. Das ist der richtige Senf hier? Das ist der richtige, ja. Ja, aber was wollen Sie mit der Hinterforzigkeit? Denn es ist ein Spiel und es ist ja, sagen wir mal, eine sehr persönliche Art,
die Vergangenheit zu bewältigen, wie man also heute so hübsch. Ja, also an diesem Klischee möchte ich mich gar nicht so sehr festhalten. So, ich glaube, wer Bücher schreibt, muss schon den Wunsch haben, zuerst beim Schreiben sich selbst zu unterhalten, dass er sich nicht selber langweilt. Und wenn ihm das einigermaßen gelingt, dann besteht auch vielleicht die Voraussetzung, dass er die Leser nicht langweilt und unterhält. Also Unterhaltung im besten Sinne gehört auch beim Bücherschreiben oder unterhalten wollen gehört auch beim Bücherschreiben dazu. Unabhängig vom Thema. Ja. Und dazu, da ist zum Beispiel diese Hinterfortsigkeit, nicht? Das, wie Sie sagen, Katz-und-Maus-Spiel ist ein Mittel zu unterhalten, unter anderem. Ja, Frage wäre dann die, wenn Sie, also Sie haben ja nun Themen. Darf ich mal vielleicht ein Stückchen trinken? Bitte. Prost. Prost. Sie haben ja Themen, die eigentlich nicht gerade die Spielfreude anregen, nicht? Ja, denken Sie an das Brausepulver. Ja, nehmen wir jetzt also insgesamt an, es ist ja also dann zumindest ein Gruselkabinett und auch eins, das also doch an sehr wunde Punkte unserer Vergangenheit also rührt. Ja, ja, ja. Nicht? Das ist ja nicht irgendeines, es ist also nicht ein Kabinett des Dr. Caligari, nicht, sondern es ist ja also... Also die Blechtrommel ist ja schlicht also die Zeit ungefähr von 23 bis in die Nachkriegszeit hinein und zeigt also, dass das... Großwerden des Nationalsozialismus aus der Schicht der Kleinbürgerschaft heraus. Ja, ne? Ja, aber ich meine, das ist ja eben eigentlich kein Thema, das also nun ausgerechnet zum Spiel anregt, nicht? Sondern dadurch, dass es auch also genau das Zeit also das ist selten gemacht worden in der Nachkriegsliteratur, dass sich die Schriftsteller mit dem Kleinbürger auseinandersetzen. Ja. Ne? Und ich habe es vermieden, also nun von vornherein Urteile zu fällen, sondern mir kam es darauf an, den Kleinbürger zu zeigen, in dieser Epoche, indem er sich selbst darstellt. In diesem Roman zeigt er auch die Zeit auf. Und das ist, also er kritisiert sich selbst, indem er sich darstellt. Ja. Und dann ergibt sich schon dieses spielerische. Würden Sie zum Beispiel den berühmten Herrn Karl in einer ähnlichen Richtung sehen? Ja, ja, ganz, ja. Das, nicht? Ist, das Dritte Reich aus einer bestimmten kleinbürgerlichen Perspektive, wodurch es zugleich verharmlost wird und zugleich also ganz gemein wird. Ja, aber wie dann in dem verharmlosten und harmlosen Dialog, also in den Pausen dazwischen und den Wiederholungen, wann er was wiederholt und in welchem Moment nicht, und wie er es wiederholt, das verrät ihn dann nicht, und das zeigt natürlich. Ihn nicht. Das ist schon. Das wäre also auch eine Entlarvung der Heuchelei. Das liegt mir auch. Also mir liegt nicht die Engagement in der Literatur, die direkt von oben herab in Pastorenmanier Schulnoten verteilt und gut und böse und pathetisch gesprochen, ja, sie wollen entlarven durch Darstellung. Ja, und einen Weg zeigt. Also dass die Meinung, die in Deutschland sehr weit verbreitet ist, dass der Schriftsteller, wenn er etwas in Frage stellt oder wenn er Fragen stellt überhaupt, dass er auch gleich die Antwort parat haben muss. Und dieser Meinung bin ich nicht. Also man kann eigentlich auch nur Bücher schreiben über Dinge, über die man selber nicht ganz im Klaren ist, also auch die Antwort nicht parat hat. Also Bücher schreiben, um herauszukriegen, wie es war? Ja, überhaupt. Erstmal definieren. Die Sachlage definieren, wie war sie? Mit literarischen Mitteln. Und wenn dann diese Fragestellung präzis ist, dann bedarf es also auf jeden Fall innerhalb des Buches gar nicht mal so sehr der Antwort. Ne? Hängt es damit auch zusammen, dass Sie so sehr auf Danzig fixiert sind, wenn ich mal diesen blöden Ausdruck... Ja, wissen Sie, ich würde zum Beispiel sehr gerne einen Roman über München schreiben, aber ich kenne München zu wenig. Ja. Und das kann man heute. Man käme sofort in den Kolportage-Roman rein, wenn ich mich jetzt hier hinsetze. Weil Sie nur Klischees haben. Nicht? Und würde innerhalb eines halben Jahres mich jetzt nur mit München vertraut machen und mit Nachschlagwerken und so weiter. Da schaut dann nur ein Kolportage-Roman heraus, und das war vielleicht in den 20er Jahren war das möglich, heute geht das nicht mehr. Heute muss man schon mehr ins Detail hineinsteigen und muss... Aber da liegt doch jetzt ein Problem. Sie haben also jetzt zwei Bücher, die in Danzig angesiedelt sind. Das Neue dreht sich also offensichtlich auch wieder darum. Ja, ja. Sie sind aber sehr lange aus Danzig weg, also diese Nabelschnur ist ja also abgeschnitten. Ich war... vor 4 Wochen war ich wieder in Danzig, ja. Also das heißt heute Gdansk, und eine vollkommen polnische Bevölkerung. Es gibt auch heute schon junge Leute, die sind nach dem Krieg geboren, 45, 46, sind mittlerweile 16, 17 Jahre alt. Die fühlen sich inzwischen wieder als alte Danziger, die haben Heimatgefühle. Ja. Die Zeit ist ja nicht stehen geblieben.
Aber das hat mit diesem Danzig ja nichts mehr zu tun. Ja, also natürlich schon eine Beziehung ist schon da dazu, nicht? Zu der Stadt, die da wieder aufgebaut und, nicht? Und das interessiert mich auch, nicht? Also diese ausgetauschte Bevölkerung, dass man jetzt eine vollkommen polnische Bevölkerung dort hat. Gewisse Dinge bleiben permanent, zum Beispiel das Ostseewasser, das ändert sich nicht so leicht. Jetzt noch ein bisschen östlicher. Ja, ja, ich glaube nicht, dass das macht, dann macht ihn nicht so Sinn. Ja. So viel aus. Und abgesehen davon kann man als Schriftsteller, also wenn man einmal den Willen hat, sich ins Detail hineinzuknien, kann man mit einer einzigen Stadt, mit einer kleinen Stadt sogar sein ganzes Leben lang zubringen. Dann muss immer wieder die nächste Straße und die nächste Straße und der nächste Platz. Und immer jedes Mal neue Menschen, ein neues Mietshaus, ein Haus mit 19 Mietsparteien, eins mit 10 Mietsparteien. Das ist jedes Mal eine ganz neue Verhältnisse, ganz andere Verhältnisse. Und also die Rettung eines Schriftstellers oder der Literatur liegt nicht darin, dass er nun dauernd das Milieu wechselt, sondern dass er sich immer mehr eigentlich darin verirrt. In seinem eigenen Tiefer hineingeht. Richtig verirrt. Ja. Man kann ruhig ein bisschen wuchern da drin.